Heidi, ho meine Amigos und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Ark Primitive Plus PS4. Und zwar unser Mod-Projekt, unser Cheat-Projekt. Und ja, also ihr seht, hier oben habe ich die FPS-Anzeige eingeschaltet, weil das Update der Patch 510 ist hier draußen und es ist wirklich, wirklich nicht besser geworden. Wir hängen jetzt eigentlich bei 30 FPS, im besten Fall. Und die Grafik rundherum sieht einfach echt nur spuckig aus. Ihr seht es bei den Bäumen im Hintergrund, nicht die, was weit weg sind, ich rede jetzt von den Bäumen, die nah sind. Die Grafik ist echt nicht schön. Alle weiteren Infos zu diesem Patch habe ich schon mal ein Video darüber gemacht. Ich habe es euch da oben verlinkt. Und ja, da könnt ihr alles weitere nachschauen, nachlesen und so weiter und so fort. Gut. Ja, was sich auch großteils geändert hat, das Cheat-Menü ist nicht mehr hier. L1, Viereck und Dreieck zugleich drücken, dann ist wieder hier. L1, R1, Viereck und Dreieck. Dann läuft es. Gut, es kommt die Nacht, aber die ist ja eh nur ganz kurz. Und ihr seht, es ist alles extrem. Es ist wirklich extrem von der Grafik her. Ich weiß nicht, was sie bei Primitive Plus gemacht haben. Das kann mal gar nichts. Wirklich wahr, ich bin enttäuscht. Ganz ehrlich gesagt, das sah vorher besser aus. Oh nein, wir haben ja wieder bei 0 gestartet. Das heißt, die Server-Einstellungen sind, also die Map-Einstellung ist auch wieder... die Nacht ist wieder eingeschaltet. Ich muss das kurz beheben. So Leute, das war die Nacht. Jetzt ist sie wieder vorbei. Und ja, ich habe jetzt mal so einen Kranz außen rum gezogen. Weil wir wollen ja mit dem Haus weiterkommen. Ne? Und ja, ganz normal mit dem... Jetzt ist wieder weg. L1 ist wieder hier. GFI, Lumberwall, 100 Stück, 1 und 0. Und weil Fenster und so weiter mache ich nachher rein. Also das, ich will jetzt mal grob die Struktur haben, wie ich es mir vorstelle. Und alles andere, Fenster und so weiter, da entfernen wir dann einfach etwas und bauen was Neues rein. Aber ich will jetzt mal grob die Struktur haben. Ich ziehe jetzt mal noch eine Runde, ich hole euch dann wieder dazu, ne? So, ich bin hier gerade beim Wand hochziehen und schon die ersten Sachen fürs Dach machen. Ihr seht, es passt alles nicht zusammen, es ist noch echt viel schlimmer geworden wie davor. Also auf diesen Dächern was platzieren ist ein Horror und denkt doch nichts, es wird noch einiges geändert. Ich will, wie gesagt, nur mal die Hülle haben. Aber, damit ihr den Cheat seht für die schrägen Dinger. Das ist GFI Lumberwall unterstrich Sloped unterstrich Right. 30 Stück, 1, 0. Ihr könnt auch Sloped unterstrich R machen, das geht auch. Oder Sloped unterstrich L. Nur damit ihr den Cheat gesehen habt, weil ich brauche jetzt den Cheat Fly, weil ich da in der Höhe nicht mehr raufkomme. Und bevor ich den ganzen Cheat rauslösche, habe ich mir gedacht, zeige ich ihn euch, damit ihr auch was davon habt, weil sonst wisst ihr gar nichts von diesem Cheat und der ist ja wirklich ekelhaft. Jetzt schauen wir nur, wie wir das am besten platzieren, weil ich sehe einfach gar nichts. Es blendet so ekelhaft. So, du passt mal nicht, das heißt, wir nehmen deinen Bruder, der passt da besser. Und ja, ich ziehe jetzt gerade hier die Wände hoch und bereite alles fürs Dach vor, weil das wird eine Riesenburg. So viel sei schon mal gesagt, das wird echt eine Riesenburg. Hätte man am Anfang gar nicht gedacht, dass das so groß wird, aber ihr wisst ja, ne? Überhaupt, wenn man cheatet, da kann man schon leicht mal dezent übertreiben. Kann ganz einfach passieren. Gut, ich hole auch dazu, wenn ich die langweilige Arbeit vorbei habe. So Leute, die Grundform ist mal gegeben. Fraglich ist nur, ob das funktioniert, weil hier haben wir einen Versatz drin, einen richtig heftigen. Ihr seht, das kommt natürlich wieder weg. Hier haben wir einen Versatz und die ganze Wand hängt einfach nur rein. Ich bezweifle ganz stark, dass das funktioniert. Ganz stark. Und hier haben wir ja auch, die Wand steht viel weiter draußen. Es passt einfach nichts zusammen, ne? Es passt echt nichts zusammen. Die Scheiße. Okay, wir machen jetzt das Dach drauf und für das brauchen wir die, ich suche es euch raus,
So, der Cheat für das Lamberdach ist GFI Lambero, also Lamber Roof. 100 Stück habe ich mir jetzt gemacht und so weiter. 1-0. Okay, ich probiere mal das Dach zu decken. Ich hole auch wieder danach dazu, weil das wird jetzt einfach nur ekelhaft und mehr nicht. Ist live. Jo, Leute, das Dach ist drauf. Jo. Es schaut ja von hier gut aus, aber jetzt kommt's, hebt euch ein. Es kommt noch eins tiefer, das sowieso. Aber schaut mal. Das Dach schwebt. Und zwar genau hier. Hier. Das ist eigentlich diese Wände hier. Ist der ausschlaggebende Punkt, damit das Dach hier schwebt. Wir kommen dann auch nicht näher ran, ne? Leute, sorry, aber wie kann sowas passieren, dass ihr seht, ich kann das nicht mal zumachen. Ich könnte es zumachen, wenn ich die oberen abdecke, dann müsste es gehen, oder? Wenn ich die jetzt wegmache, dann fliegt mein ganzer Haufen, oder? Kann man machen. Und dann können wir praktisch diese verschließen. Natürlich nicht, wenn die da sind. Also Leute, Entschuldigung, aber das ist doch nicht normal, oder? Ich meine, ich habe bei ARK schon viel erlebt mit Bauen, ne? Also wirklich viel. Aber sowas von Kacke. Ja, jetzt kann man sich aussuchen, ne? Schwebt das Dach jetzt? Oder ist es versetzt? Mir ist eigentlich echt wichtiger, dass der Giebel oben halbwegs gerade läuft. Also, Leute, ihr könnt so hart kotzen. Wir machen jetzt so ein zweites Dach drüber, damit wir das Loch zu haben. Ich ziehe da eine Zwischendecke rein, dass man von unten das Dach nicht sieht. Und von außen werde ich so verkleiden, damit das auch nicht sieht. Wird zwar nicht ganz leicht, wird ein bisschen tricky, aber naja, ihr seht von vorne auch, es ist einfach so scheiße, ne? Es ist so scheiße. Es passt nichts zusammen. Hinten und vorne, es passt nichts zusammen. Da vergeht dir einfach jeder Spaß, ne? Muss man ehrlich sagen, da kann es dir vergehen. Das Zeug gehört weg, weil das hat es auch falsch gesetzt. Weil ich wollte ja eigentlich ein schönes Häuschen bauen und irgendwie naja, will das Häuschen nicht so, wie ich will. Gut, kannst du den jetzt unten ranbauen? Eher nicht, ne? Kannst du den da ranbauen? Das ist gut. Hier wird auch noch einer gehen. Ne, geht keiner mehr. Sache, die Welt nicht versteht. Ihr seht, wir haben jetzt oben drauf ein Dach drauf und unten ein Unterdach. Kann man machen, muss man nicht. Ich find's, mich regt das echt voll auf. Mich regt das gerade voll auf. Ich hasse es, wenn ich etwas baue und durch so einen scheiß Spielfehler funktioniert es nicht. Ey, da könnte ich echt kotzen, ne? Da könnte ich so hart kotzen und das hasse ich an ARK echt hart. So. Da kann ich jetzt nichts ranbauen, weil mir dieser kleine Spitz fehlt. Jetzt sollte es funktionieren. Ja, weil ich will das Vordach runterhängen haben. Deshalb bin ich auch überhaupt eine Etage höher gefahren. So, da geht's wieder nicht. Eh klar. Genau so wollte ich dich haben. Danke. Genau so. Genau so. Okay. Jetzt ziehen wir das noch entlang und dann lassen wir das Thema Dach, weil sonst schmeiße ich den Controller noch in den Computer rein. Könnte ganz leicht passieren. Ganz leicht. So, egal. So, komm, bau ran jetzt da den Scheiß und gut ist. Ah, oh, da bekommen wir doch. Junge, bekommen wir da. So, gut. Dann sieht es zumindest von hier ganz ordentlich aus. Es, wie gesagt, es kommen noch Fenster und Bibabo. Es kommen noch Geländer und es kommt noch alles Mögliche. Also sieht das jetzt mal als erstes aus. Wir müssen mal eingeben, dass wir wieder gehen können.
Das bedeutet, wir geben den guten alten Walk ein. Bam, bam. So. So steht jetzt einmal unsere Hitte her. Ja, bescheuert ist jetzt echt nur das da oben. Aber mir fällt da schon was ein. Keine Angst, mir fällt da schon was ein. Die Hütte wäre gar nicht so hässlich. Es kommen noch Fenster rein, es kommen noch Glaselemente rein, es kommt noch Geländer, es kommt echt noch viel. Es kommt wirklich noch viel. Aber so sieht's mal aus. Wie sieht's denn von innen aus? So. Ja. Geil. Wir haben eine kontrollierte Wohnraumbelüftung, damit wir nicht die Fenster kippen müssen. Das macht das Dach. Aber wie gesagt, wir wohnen in einem warmen Gebiet. Ihr seht unten die Flamme. Wir brauchen das. Ich werde da einen Überboden reinziehen. Und zwar in Zweierhöhe. Ist zwar voll schade, weil wir praktisch das schöne Dach von unten, die Dachschräge, nicht sehen. Aber, Leute, ganz ehrlich, so will ich das nicht haben. So geht das nicht. Das bedeutet, wir ziehen eigentlich einen Boden rein. Aber ich werde das Ganze etwas begrenzen. Wir machen das etwas anders, aber das seht ihr dann in der nächsten Folge. Denn, ja, ich hatte gerade 30 Stunden Livestream. Jetzt fuchst mich doch nach. Jetzt mag ich nicht mehr. Okay, Leute. Das nächste Mal geht's mit Innenausbau los. Sprich, wir ziehen die Wände ein. Wir machen Fenster, wir machen Türen, wir machen wie man wo. Wir machen alles, was wichtige Schritte sind, damit das Haus einen Style-Faktor bekommt und nicht das so aussieht, wie es jetzt aussieht. Das wird alles noch verkleidet und alles noch schön gemacht. Okay, ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Sari. Ciao, ciao.